Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All. Man kann sagen, wir sind hier gerade beim großen Finale des Spiels angekommen. Und was passt da besser als eine richtig schräge Situation zum Abschluss? Also ich würde sagen, das kann man so nicht toppen. Ich meine, ihr seht, im Zeugenstand befindet sich gerade Herr The Killer, aber nicht als reale Person, sondern, naja, er spricht mit uns über ein Funkgerät. Klingt behindert, ist auch so. Aber Kinas, ich würde sagen, die Aussage hören wir uns erstmal trotzdem an. Mein Klient. Es gibt etwas, das ich zuerst erklären muss. Für einen Mörder ist das Vertrauen zwischen ihm und dem Klienten das Wichtigste. Und das ist der Grund, weshalb ich mich heute hier im Zeugenstand befinde. Es ist wichtig, dass Sie das Prinzip verstanden haben, bevor ich den Klienten nenne. Herr The Killer ist anscheinend ein sehr schlaues Bürschchen. Ich würde fast sagen, er hält uns zum Narren. Obwohl es so aussehen könnte, als wäre er unser Feind, sagt Herr The Killer nur die Wahrheit. Er ist kein Heuchler. Er ist diesem einen Glauben immer treu geblieben. Sie meinen wohl die Sache mit dem Vertrauen zwischen ihm und dem Klienten? Na, es handelt sich wohl um eine Art Vertrauen, die Leuten wie mir unverständlich ist. Nun, Herr Wright, sind Sie bereit, den Zeugen ins Kreuzverhör zu nehmen? Ja, euer Ehren. Man kann nie wissen, was kommt. Bleib also ruhig und gelassen, Phoenix. Ich bin immer gelassen. Und dabei würde ich es auch gern belassen. Kreuzverhör, mein Klient. Es gibt etwas, das ich zuerst erklären muss. Wir können alles andere später anhören. Sagen Sie uns bitte einfach den Namen des... Ich glaube, Sie wissen nicht, was ich gehört, Herr Anwalt. Ich sagte, da ist was, das ich zuerst erklären müsse. Wissen Sie, was zuerst bedeutet? Entschuldigung. Fahren Sie fort. Nun, anscheinend lässt sich dieser Zeuge von Ihnen nicht ausquetschen, Herr Wright. Das sagen Sie nur, weil Sie nicht über Mayas Situation Bescheid wissen. Für einen Mörder ist das Vertrauen zwischen ihm und dem Klienten das Wichtigste. Das Vertrauen zwischen Ihnen und dem Klienten? Ich biete meine Dienste schnell und effizient an. Im Gegenzug verlange ich von meinem Klienten Diskretion bezüglich meiner Identität. Würden zu viele Personen mein Gesicht kennen, wäre das ziemlich unangenehm. Und deshalb sagen Sie auf diese Art und Weise aus? Es ist das erste Mal, dass einer meiner Klienten des Mordes bezichtigt wurde. Es gilt den Namen The Killer zu schützen, damit mir meine Klienten vertrauen können. Aber könnte Ihnen nicht jemand in den Rücken fallen und so das Vertrauen brechen? Es ist noch nie geschehen, aber würde das passieren? Ja? Dann wäre diese Person nicht mehr lange mein Klient. Sie würde bestimmt... Das ist genug, bitte aufhören! Nun gut, das war ja ohnehin nur eine Hypothese. Und das ist der Grund, weshalb ich mich heute hier im Zeugenstand befinde. Ich finde es etwas seltsam. Ich meine, Sie wollen uns den Namen Ihres Klienten nennen. Ich denke, das hätte ziemliche üble Folgen für diese Person. Das ist mir gleichgültig. Dieser Klient hat die Regeln gebrochen und verstieß gegen seine abgemachte Rolle. Die Rolle? Diese Person versuchte jemand anderem das Verbrechen aus Selbstschutz anzuhängen. Und das ist ein Vergehen, das ich nicht verzeihen kann. Sie, wer gibt Ihnen das Recht, so anmaßend zu sein? An den Gentleman, der gerade sprach. Entschuldigen Sie, würden Sie gerne sterben? nein, ich habe nichts gesagt. Der Richter sollte besser auf sich aufpassen. Ja. Es ist wichtig, dass Sie das Prinzip verstanden haben, bevor ich den Klienten nenne. Wir haben es verstanden, also sag uns bitte den Namen des Klienten. Ich befürchte, das kann ich nicht tun. Ich muss erst noch ein paar Dinge loswerden, bevor es soweit ist. Na, dieser Selbstsüchtige. Es tut Ihrer Gesundheit nicht gut, sich zu aufzuregen. Ich werde nicht lange leben, wenn Sie sich über alles aufregen. Sie werden nicht lange leben, wenn Sie sich über alles aufregen. Wenn sowas von einem Mörder kommt, ist das alles andere als beruhigend. Mich interessieren diese Extra-Dinge nicht. Ich möchte nur endlich den Namen hören. Geduld. Versuch dich etwas zu beruhigen. Wir müssen seine Denkweise besser begreifen. Er wirkt unerschütterlich und verschlossen. Man wird ihn nur schwer zum Reden bringen. Weißt du, ich bin kein Therapeut. Okay. Ich denke mal nicht, dass man hier irgendwie einen Widerspruch entdecken kann, weil es gibt hier nichts Widersprüchliches. Wie Edgeworth eben schon sagte, er spricht die Wahrheit. Ne? Ich denke, das ist mal wieder so ein Fall, wo wir... Weiß ich nicht, so eine Aussage wahrscheinlich wieder zum zweiten Mal angreifen müssen. Da ist die Frage, was müssen wir jetzt zum zweiten Mal angreifen?
Ich verstehe zwar den Sinn dahinter, nicht das zu machen, aber okay. Deswegen gehe ich jetzt nochmal jedes einzelne Dialogchen durch. Ja, gucken wir mal, weil... Ganz ehrlich, wir haben es beim letzten Mal auch schon mal so gehabt, dass wir eine Aussage ein zweites Mal angreifen mussten. Oder kann es irgendwie sein, dass ich... Ich habe immer noch so ein bisschen den Verdacht, dass ich vergessen habe, die anzugreifen. Aber okay, ich habe keine Ahnung. Aha, ich kann es nicht wegskippen. Das Vertrauen zwischen Ihnen und deinem Klienten? Ich biete meine Dienste schnell und effizient an. Im Gegenzug verlange ich von meinem Klienten Diskretion bezüglich meiner Identität. Das sind die Aufgaben und Pflichten, die ein Mörder und sein Klient erfüllen müssen. Tut mir leid, aber ich wundere mich über etwas, das Sie gerade gesagt haben. Sie sagten, Ihr Klient habe bereits die Regeln gebrochen. Eine Person, die einer anderen etwas anhängt, ist das Schlimmste, was es gibt. Und deshalb meinen Sie, Sie könnten diese Person verraten? Ich habe kein Vertrauen zu jemandem, der seine Rolle nicht erfüllt. Mein Glück. Ein Mörder mit Gewissen. Wer hätte das gedacht? Also gut, Sie alle. Meinen Sie, Sie könnten meine Logik verstehen? Dieser Fall wird ja immer besser. Wenn dem nicht so ist, können wir leider nicht fortfahren. Alle haben ihren Standpunkt verstanden, denke ich. Ernsthaft? Wenn dem so ist, dann denke ich, kann ich Ihnen die gewünschte Information zukommen lassen. Sie haben deutlich gesagt, dass Vertrauen das Wichtigste für Sie ist. Wir sind bereit. Exzellent. Also gut, die Zeit ist reif, den Namen meines Klienten zu enthüllen, nicht wahr? Ja, Moment mal, was ist denn hier los, Mann? Was ist los? Ich kann mich nicht überwinden, nach dem Namen des Klienten zu fragen. Wenn du nicht fragen kannst, Wright, dann werde ich es eben tun. Zeuge, wie lautet der Name Ihres Klienten, der den Mord an Herrn Juan Corrida beauftragte? Der Name der Person lautet... Adrian Andrews. Was? Was? Zeuge! Das ist nicht der Name, den Sie mir vorhin genannt haben. Aber ich bitte Sie, wovon reden Sie, Herr Staatsanwalt? Ich denke, ich sollte den Namen meines Klienten kennen und der lautet Adrian Andrews. Was? Das kann nicht sein. Am Telefon vorhin. Was geht hier eigentlich vor? Ich denke mal, Herr der Killer ist Herrn Edgeworth gerade in den Rücken gefallen. Er ist Edgeworth gerade in den Rücken gefallen? Ich bin mir sicher, um vor Gericht angehört zu werden, sagte ihm Herr der Killer einen anderen Namen. Matt on Guard vielleicht? Ich wusste es. Das ist unerhört. Ich bin hintergangen worden. Dieser Zeuge erzählt eine wirklich schwerwiegende Lüge. Aber Sie haben den Zeugen doch selbst aufgerufen. Sie, Shelley the Killer. Meine Aussage ist die reine Wahrheit. Im Augenblick ist Matt on Guard der Angeklagte. Ist das richtig? Ich möchte nur dabei helfen, seinen Freispruch zu erwirken. Wow. Plötzlich fühlt es sich so an, als könnten wir diesen Fall gewinnen. Ja. Die Anklage konnte kein Motiv vorlegen und hat stattdessen diesen Abschiedsbrief gezeigt, der sich als Fälschung des Opfers herausstellte. Außerdem wäre es möglich, dass der Angeklagte wusste, dass es eine Fälschung war. Das Wichtigste aber ist, dass der Mörder uns selbst den Namen seines Klienten nannte. Herr der Killers Klient, der den Mord beauftragte, war nicht der Angeklagte. Nein. Aufgrund all dieser Beweise ist es für mich offenkundig, dass Matt on Guard unschuldig ist. So wie es aussieht, habe ich ein wenig Verwirrung gestiftet. Diskutieren Sie bitte weiter und sagen Sie mir Bescheid, wenn ein Urteil gefällt wird. Piep! Gerichtsdiener, bringen Sie bitte sofort Frau Adrian Andrews in den Zeugenstand! Was jetzt? Wenn es so weitergeht, wird On Guard für unschuldig befunden. Das ist vielleicht unsere letzte Chance, Maya zu retten. Ja, aber Edgeworth hat recht, der Killer lügt. Und On Guard, mein Mandant, ich weiß, dass er schuldig ist. Kann ich damit leben, wenn ich hier gewinne? Wer hätte gedacht, dass ein Zeuge der Anklage den Angeklagten entlasten würde? Ironie des Schicksals, würde ich sagen. Euer Ehren, die Anklage bittet um Erlaubnis, den Zeugen weiter zu befragen. Shelley the Killer lügt ganz sicher unter Eid. Ich war's nicht. Hören Sie zu, alle, bitte, diese Aussage gerade eben. Das war eine große Lüge. Frau Andrews,
Der Abschiedsbrief mag eine Fälschung gewesen sein, aber dieser Mann, Matt, er ist der Grund, warum Celeste starb. Und Juans Tod, alles nur, weil er in Matts verquere Welt geraten ist. Diese Aussage gerade eben, Sie können mir glauben, eine furchtbar schreckliche Lüge. Aber Herr der Killer selbst sagte aus, er hatte sie als seine Klientin genannt. Nein, das stimmt nicht. Es gibt aber einige Beweise, die auf sie hindeuten. Das Messer und der Knopf, das Nickel-Samurai-Kostüm. Aber das ist... Sie haben sogar ein Motiv. Wir wissen, dass Frau Celeste Impex eine große Rolle in ihrem Leben spielte. Sie wollten in ihre Fußstapfen treten und Rache an denen üben, die sie verletzt haben. Ich würde sagen, sie haben viele Gründe, beide tot sehen zu wollen. Ich? Nein. Herr Wright. Hä? Sie kennen die Wahrheit. Sagen Sie ihnen die Wahrheit. Erzählen Sie die wahre Geschichte. Wer der wahre Mörder ist, sagen Sie es. Bitte, helfen Sie mir. Ja, ist jetzt gerade ganz geil hier, ne? Diese Situation, die wir gerade haben. Ja, ich kenne die Wahrheit. Herr Wright. Ja, euer Ehren. Ich denke, wir sind am Ende dieses Prozesses angekommen. Deshalb bitte ich die Verteidigung um abschließende Worte oder Meinungen. Ich muss mich entscheiden. Nehme ich den Freispruch an und rette so Maya, oder verwerfe ich diese Chance und warte auf Gumshoes neue Beweise? Was soll ich nur tun? Der Prozess wird fortgesetzt, Alter. Phoenix! Ich kann es nicht, Mia! Ich kann einen Freispruch nicht akzeptieren! Du bist Anwalt. Ich weiß. Aber Matt On Guard ist ein Killer, ein Mörder. Ich kann nicht. Er darf nicht so davonkommen und ein anderer wird beschuldigt. Wenn ich zulasse, dass Frau Andrews verurteilt wird, dann bin ich kein bisschen besser als On Guard. Und obwohl ich es nur ungern zugebe, muss ich der Tatsache ins Auge blicken, dass ich nur dank Edgeworth die Wahrheit kenne. Er hätte On Guard so oft verurteilen können, aber er hat keine einzige dieser Chancen ergriffen. Wenn ich dieses Urteil jetzt annehme, ich würde sein Vertrauen missbrauchen. Sein Vertrauen? Daran hatte ich bisher überhaupt nicht gedacht. Ich vertraue ihm. Ja, das tust du. Herr Wright, Ihre Meinung bitte. Die Verteidigung bittet um Erlaubnis, Herrn The Killer weiter befragen zu dürfen. Habe ich Sie da gerade richtig verstanden, Herr Wright? Wright. Aber... Der Zeuge hat mit der Aussage ihren Mandanten entlastet. Ihre Arbeit ist hier beendet. Ich bin noch nicht fertig. Durch die Lügen der Zeugen, die Wahrheit zu erkennen, das ist meine Arbeit, euer Ehren. Es gibt noch weitere Beweise zu untersuchen. Und ich bin mir sicher, wenn diese Beweise hier im Gericht ankommen, wird ein Wunder geschehen. Also gut, der Prozess wird fortgesetzt. Herr Edgeworth, bitte stellen Sie die Verbindung zu Herrn The Killer wieder her. Sofort, euer Ehren. Wurde das Urteil gefällt? Bevor es soweit ist, würden wir uns noch gerne weiter mit Ihnen unterhalten. Worüber? Sie brauchten von mir doch nur den Namen meines Klienten. Wozu benötigen Sie mich noch? Nun, wir würden gerne alles hören, was Sie über diesen Fall wissen. So ist der Ablauf der Dinge. Normalerweise. Wovon redet er? Normalerweise? Aber worüber soll er denn jetzt aussagen? Herr The Killer, ich würde Sie darum bitten, uns etwas mehr über Ihren Klienten zu sagen. Anwälte und ihre Prozeduren. Ist es da verwunderlich, dass niemand gern ins Gericht geht? Kann man so sagen. Mein Klient, Teil 2. Aussage. Wie ich bereits mehrmals gesagt habe, ist Adrian Andrews mein Klient. Aber eine Sache, über die ich nicht hinwegsehen kann, ist die Verfälschung des Tatorts. Oder ist das Verfälschen des Tatorts. Mein Klient tat es, um jemand anderem das Verbrechen anzuhängen. Obwohl mein Klient angeblich als erster am Tatort war und die Leiche entdeckte, wusste Adrian Andrews von Anfang an, dass Juan Corrida tot war. Aber noch schlimmer ist die Sache mit dem Messer und dem Knopf. Das meinte ich damit, als ich sagte, mein Klient habe die Regeln gebrochen. Eine wirklich unerwartete Wendung zum fünften Mal schon? Dieses Mal wurde jedoch endlich alles aufgedeckt. Einen Augenblick bitte, euer Ehren. Ja, Herr Edgeworth. Es steht immer noch das Kreuzverhör an.
Aber eine Aussage wie diese brauchen Sie doch nicht anzuzweifeln. Was ist mit Ihnen, Herr Wright? Euer Ehren, die Verteidigung wird den Zeugen befragen. Als hätte ich eine Wahl. Huch, warum? Was dieser Zeuge sagte, ist doch nur vorteilhaft für den Angeklagten. Wenn Sie die Aussage genau überprüfen, dann... Dann werde ich die Lügen in der ach so vorteilhaften Aussage aufdecken, denke ich. Ich verstehe einfach nicht mehr, was hier vorgeht. Dann sind wir ja schon zu zweit. Ha, über meinen Klient. Teil 2. Meine Fräsen. Wie ich bereits mehrmals gesagt habe, ist Adrian Andrews mein Klient, aber... Hä? Was ist der Wright? Wenn ich ihn an der falschen Stelle angreife, könnte er misstrauisch werden. Aber ich muss etwas tun, um mehr Zeit zu schinden. Zeuge, für einen Auftrag? Ja. Wie viel verlangen Sie da? Ich sehe, Sie sind ein Mann mit einer schwarzen Seele, Herr Anwalt. Hä? Wenn Sie über ein Geschäft reden wollen, können wir das nach der Verhandlung tun. Nein. Ich dachte noch nicht an einen Auftrag. Herr Wright! Ja? Sie wollen mich umbringen? Sie wollen mich totsehen, nicht wahr? Was? Warum sollten Sie so etwas denken, euer Herr? Schuldig, Herr Phoenix Wright! Ich erkläre Sie hiermit für schuldig! Wie geil ist das denn? Zeuge, machen wir weiter. Warum haben Sie den Namen genannt? Diese Person gehört doch zu Ihrem Klienten, oder? Was ist schuldig? Geil, ey. Eine Sache, über die ich nicht hinwegsehen kann, ist das Verfälschen des Tatorts. Die meisten Leute können nicht darüber hinwegsehen, wenn jemand einen Mörder anheuert. Hätte ich damit ein Problem, würde ich meine Arbeit nicht effektiv erledigen können. Ein Berufswechsel würde Ihnen sicherlich gut tun, ne? Aber ich sage Ihnen Folgendes. Obwohl ich derjenige bin, der die Tat begeht, tragen meine Klienten immer die Schuld. Das ist selbstverständlich, Herr der Killer. Und es obliegt Ihnen, mit dem Wissen um Ihre Schuld fertig zu werden. Mein Klient dachte dieses Mal jedoch, der Schuld entkommen zu können. Mein Klient tat es, um jemand anderem das Verbrechen anzuhängen. Reden Sie da von dem Knopf und dem Messer? Ja, und von meiner Visitenkarte. Oh, diese Karte. Damit niemand seine Zeit verschwenden muss, auch nicht die Polizei, versuche ich immer, die Dinge so leicht wie möglich zu machen. Sie versuchen, die Dinge leicht zu machen? Meine Visitenkarte macht es leicht zu erkennen, wer die Dienstleistung erbracht hat. Er mag seine Arbeit wirklich. Aber alles zu missachten, den Verstorbenen mit einem Messer zu attackieren und sogar meine Karte zu verstecken, das ist etwas, worüber ich nicht hinwegsehen kann. Wirklich schwer zu sagen, ob er die Wahrheit sagt, oder? Ohne ihn zu sehen, ja. Obwohl mein Klient angeblich als erstes am Tatort war und die Leiche entdeckte. Sie sagen also, die meisten Klienten würden so etwas nicht tun? Das ist korrekt. Normalerweise versuchen die meisten, sich ein Alibi zu verschaffen. Sollten Sie meine Dienste in Anspruch nehmen, Herr Anwalt, planen Sie auch Ihr Alibi. Nein. Wie ich bereits sagte, ich werde Ihre Dienste nicht in Anspruch nehmen. Warum sieht er mich so an, als wäre ich derjenige, der vor Gericht steht? Wusste Adrian Andrews von Anfang an, dass Juan Corrida tot war. Von Anfang an? Das ist korrekt. Noch bevor mein Klient das Zimmer betrat. Alle meine Klienten wissen immer noch genau über die Situation Bescheid. Ich frage mich nur, ob das wirklich stimmt. Das ist komisch. Hä? Aber noch schlimmer ist die Sache mit dem Messer und dem Knopf. Warum glauben Sie, hat Ihr Klient das getan? Was meinen Sie mit warum? Nun, am Tatort herumzuspielen ist ziemlich riskant. Und warum sollte jemand, der den Mord in Auftrag gab, überhaupt zum Tatort gehen? Das stimmt. Ich nehme an, es wurde getan, um Herrn Ongar zu belasten. Ja. Wenn das der Fall ist, warum dann hat diese Person nicht Sie damit beauftragt? Unglücklicherweise ist das nicht möglich. Wie? Mein Job ist zu töten. Das ist alles. Und natürlich meine Visitenkarte zu hinterlassen. Die Visitenkarte dient dazu, meine Klienten zu entlasten. Ihr Schutz ist meine Pflicht. Auch wenn es um Rache geht, jemand anderem die Schuld in die Schuhe zu schieben ist...
Das meinte ich damit, als ich sagte, mein Klient habe die Regeln gebrochen. Ja. Mhm. Und das ist alles, was Sie auszusagen haben? Ja. Und ich bete darum, nie wieder in den Zeugenstand gerufen zu werden. Wieder? Sie wollen also weitermachen? Ich muss, denn es gilt noch einen Nachfolger zu finden, den vierten Nachfolger. Wie wäre es eigentlich mit einem neuen Leben, Herr Anwalt? Wie bitte? Nein, 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 ich bin glücklich, wirklich. Sind Sie das wirklich? Ich frage mich, was der Richter jetzt wohl über meine Person denkt. Was wirst du als nächstes tun, Phoenix? Ich kann nur versuchen, die Lügen aufzudecken. Das stimmt, aber du weißt, dass das für unseren Mandanten sehr schlecht sein wird, oder? Ja, ich bin so verwirrt. Aber eines weiß ich sicher, dass dieser Prozess noch nicht enden darf. Oh ja. Okay, welche Aussage kann fehlerhaft sein? Wie ich bereits mehrmals gesagt habe, ist Adrian Andrews mein Klient. Aber eine Sache, über die ich nicht hinwegsehen kann, ist die Verfälschung des Tatorts. Mein Klient tat es, um jemand anderem das Verbrechen anzuhängen. Obwohl mein Klient angeblich als erstes am Tatort war und die Leiche entdeckte, wusste Adrian Andrews von Anfang an, dass Juan Correa tot war. Stimmt das? Aber noch schlimmer ist die Sache mit dem Messer und dem Knopf. Obwohl mein Klient angeblich als erstes am Tatort war und die Leiche entdeckte, wusste Adrian Andrews von Anfang an, dass Juan Correa tot war. Es ist die Frage des Tages. Wusste die das wirklich? Wusste Adrian Andrews das wirklich? Also ich kann mich daran erinnern, dass Andrews sagte, dass sie es nicht wusste. Wisst ihr noch, als sie ins Zimmer reinkam? Hat sie ja quasi den guten Kurier Tomatensaft einschenken wollen. Hat dann gesehen, dass er tot ist. Naja. Und hat das Glas dann komplett benommen, wie es da ja mal hieß vor ein paar Parts. Das Tomatensaftglas auf den Tisch gestellt. Also ich würde sagen, das ist erstmal eine richtig knackige Aussage. Ne, soweit wie ich das jetzt hier bewerten kann. Ansonsten finde ich hier echt gerade keine andere Aussage, die irgendwie fehlerhaft oder lückenhaft ist. Ne? Ich würde mal sagen, ich versuch's mal hier. Ich werde aber keinen Safe-State setzen, weil ich habe genug Leben, Alter. Ich glaube, ich werde das hier noch schaffen. So optimistisch bin ich mal. Ne, aber, neben dem Opfer gefunden. Das ist ja quasi das, Beweisstück, was uns hier gerade weiterhelfen könnte. Ansonsten finde ich hier auch gerade gar nichts. Ne? Wir müssen das rekonstruieren. Also, Adrian Andrews kam ins Zimmer rein, wollte ihm Saft einschenken. Hat dann gesehen, dass er tot ist. Und hat ihm, glaube ich, dann ich sage jetzt mal nicht Reflex oder so, aber halt, das Messer in die Brust gesteckt. Als er tot war. Ne? Ich zeig mal das Glas vor. Oder vielleicht doch erst der Tatort. Oder das Messer. Jetzt bin ich erst recht verwirrt. Jetzt habe ich gerade das Messer gesehen, dann denke ich mir so, okay, es kann auch sein, dass das Messer irgendwie da reinspielt. Ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja, das war irgendwie klar. Euer Ehren, was halten Sie von dieser Zeugenaussage? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie widerspricht klar den, ich dachte... Na, das hört sich nicht sehr überzeugend an, right? Einspruch abgelehnt. Gut, dann muss es das Tomatensaftglas sein. Und wenn es das nicht ist, dann ist es das Messer. Ich mach's mal. Okay, chillig, Alter, sehr schön. Bam! Vielen Dank für Ihre Zeit und die Aussage, Herr de Killer. Was soll denn plötzlich in dieser Unterton in Ihrer Stimme? Als Adrian Andrews das Zimmer des Opfers betrat, hatte Ihr Klient keine Ahnung, dass Juan Correa ermordet worden war. Aber wie, woher wissen Sie das? Durch dieses Glas, Euer Ehren. Das Glas? Herr de Killers angeblicher Klient dachte, Herr Corrida sei nur in Ohnmacht gefallen. Deshalb wurde dieses Glas Tomatensaft für das Opfer eingeschenkt. Ja, genau so war das, ja. Genau. Aber ist das nicht ein Teil von Adrian Andrews ausgeklügeltem Plan? Das ist unmöglich, Euer Ehren. Auf diesem Glas sind die Fingerabdrücke dieser Person. Wäre dies geplant gewesen, gäbe es sicherlich keine Fingerabdrücke. Ich verstehe Ihr Argument. Herr Triff, was sagen Sie dazu? Das ist seltsam. Ich hatte gerade den gleichen Gedanken.
Zeuge, wie erklären Sie sich dieses seltsame Phänomen? Ist das nicht reine Zeitverschwendung, solche Kleinigkeiten zu fragen? Das ist doch ohnehin nur ein unwichtiger Punkt, oder? Ich befürchte, da irren Sie sich. Wenn Adrian Andrews wirklich Ihr Klient ist, wie Sie behaupten, dann sollte Ihr Klient über Herrn Corridas Tod Bescheid gewusst haben. Wenn nicht, dann kann das nur bedeuten, dass Adrian Andrews niemals Ihr Klient war. Nein! Wie seltsam. Ja? Hätte der Anwalt nicht längst Einspruch erheben müssen in so einer absurden Situation? Hä? Phoenix, wenn der Killer herausfindet, worauf wir hinaus wollen, sind wir in Schwierigkeiten. Ja, ich weiß. Einspruch, Edgeworth, du überraschst mich. Du weißt, dass solche Dinge ohne Beweise nicht einfach so behauptet werden können. Entschuldigung. Hä? Das hört sich nach einem sehr lahmen Einspruch an. Wie dem auch sei, ich denke, dass es in der Aussage einen Widerspruch gab. Die Anklage fordert eine weitere Aussage über die Auftragsannahme. Nun gut. Im Augenblick muss ich uns mehr Zeit erkaufen. Während wir auf die Gegenstände warten, die der Killer zurückließ. Ich weiß nur, dass das Ergebnis des Prozesses von diesen Gegenständen abhängt. Zeugenaussage, Auftragsannahme, aber erst im nächsten Part, meine lieben Freunde und Kennigens. Puh, ich denke jetzt mal nicht, dass es im nächsten Part entschieden wird. Vielleicht noch so 2-3 Parts maximal. Ich gehe mal von aus, weil wir haben immer noch keine Anzeichen für Maya und sowas, deswegen... Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber wir sind beim Finale und ich denke, das ist eine knackige Angelegenheit. Ne, wisst ihr Bescheid. So, Kinders, ich bin weg, haut rein, ciao.